Okay, du willst es also wissen, ja? Nein, will ich nicht. Nein, will ich nicht. Nein. Ich bin fast tot wegen den Füchsen. Ich habe aus Versehen... Schlag mich, komm. Nein, hau ab. Komm. Komm, tu es wieder. Du kannst das ja mit dem Speer so gut. Komm. Willst du mir die Füße wegsenden oder was? Ja, das ist der Plan. Dann kannst du nicht mehr weglaufen. Vor der Liebe deines Bruders. Was? Misery 2.0 einfach. Was? Er hatte einen. Nee, sie hatte einen kleinen Unfall. Alter. Boah, Misery ist einfach. Boah. Das Buch ist so gut. Der Film ist so gut. So. Ich wollte irgendwas machen. Ich auch. Kohl wollte ich nämlich einlegen. Ach ja. Kohl. Quest. Ich wollte Kohl einlegen. Ich brauche 11 Eisenhacken, Erik. 11? Wow, okay. Mhm. Das ist aber schon... Das für eine Quest? Ja, wir kriegen aber auch 4000 Münzen fast. Okay, aber kriegen wir auch Rap? Ja, jetzt ist jetzt nicht so mega der Rede wert, aber wir nehmen es halt mit. Ja, gut. Ich vertraue deinem Urteil. Das Urteil. 11 Eisenhacken. So. So. Dann haben wir das. Dann habe ich den Kohl jetzt schon mal eingelegt, dann vergesse ich den mal nicht. Dass ich ihn vergessen habe, das kann ich mir nicht verzeihen. Aber ich meine, wir haben genug Dünger. Alles gut. Erik, du schockierst mich. Au, 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 schon wieder? Irgendwie beißt mich manchmal. Wir schieben es aufs Wetter. Ja, 100 pro lag's auch daran. So. Also heute bin ich aber echt matschig im Kopf. Nicht müde, sondern einfach nur so, oh, dröge. Ja, es ist auch hier kühlt es keinen Grad ab in diesem Scheißzimmer, ne? Hier halt auch überhaupt nicht. Es sind immer noch die 31 Grad, wie die ganze Zeit auch schon. Ja, hier weiß ich nicht, aber gefühlt bin ich irgendwo bei dir. Auch wahrscheinlich. Ja. Mit den ganzen Rechnern und allem safe. Ja. Das ist halt wirklich so nicht geil. Okay. Ich schau mal ganz kurz eben in die Küche. Mit dem zweiten Koch kriegen wir pro Tag 8,3 Kohlsuppen. Und 7 Rühreier. Gut. Die sind wichtig. Gut, ja, ja. Wobei, ich habe letztens eine aus dem Nahrungskistchen gegessen, ein Rührei, danach hatte ich Dünnschiss. Echt? Die waren tatsächlich leicht vergiftet, obwohl die noch bei 80% waren oder 90 oder so. Was? Ja, keine Ahnung. Was? Okay, ich gehe mal ganz kurz eben zum Lagerhaus. Ich hole mal ganz kurz eben Rührei aus dem Lagerhaus. Das kann nicht sein. Ich muss hier Qualität testen. Ich habe also meine Vergiftungsleiste unten ist hochgegangen. Die war fast zur Hälfte voll. Sowas können wir unseren Kunden halt nicht zumuten. Hast du Rührei gegessen oder rohes Ei? Rührei. Alter, wir haben 87 Honigwaben. Ups. Jo. Und 2 Kohlsuppen. Okay, und so beginnt es. Okay, ich nehme ein Rührei, das schon slightly damaged ist auf 62%. Ich nehme sogar 2, weil ich Hunger habe gerade. Okay. Nee, keine Vergiftung. Nö. 0% Frech. Vergiftung. Warum hatte das bei mir Vergiftung gehabt? Vielleicht war das kein Rührei, vielleicht war das ein Schmierschiss. Hast du da etwa an den Rühreiern rumgedifftelt? Tobi, ich habe niemals an den Rühreiern rumgedifftelt. Das würde ich niemals tun. Was trinkst du denn da? Eine Coke Zero. Eine warme? Kalt. Okay, gut. Ja. Aber nicht mehr ganz so kalt, wie sie sein könnte. Eine Bauhütte könnten wir wirklich mal bauen, ne? Wir sollten uns vielleicht jemanden holen, der die Gebäude in Schuss hält. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Kann man schon machen, ja. Achso, ja, gute Frage. Tobi, warst du schmutzig, als du die Rühreier gegessen hast?
Und das ist eine gute Frage, da habe ich nicht drauf geachtet, aber hat das damit was zu tun? Ja, ich glaube ja, weil, also, wenn du den ganzen Tag zum Beispiel auf dem Feld bist und deine Hände in Kacke suhlst, also in Dung, und mit den gleichen Händen ungewaschenes Rührei isst, das verleiht die besondere Würze. Ich mach doch nicht solche elenden Jobs wie auf dem Feld rumgammeln. Also bitte. Du hast deine Hände überall drin, in toten Füchsen und in einem Ehemann. Hä, warte mal. Moment. Ja, der ist Moment, doch irgendwie, der ist Moment. Doch irgendwie schwanger geworden. Moment. Was Moment. Ja. Ich habe gekalbt, nicht er. Er kümmert sich nur um das Kind. Aber er war doch schwanger, ich habe das gesehen. Nein. Alle im Dorf wussten das. Ja, das Dorf ist aber auch wie so ein deutsches ländliches Dorf, wo jeder mit jedem verwandt ist. Ja, wir heißen alle Unidad. Unidad Zero. Achso, ich... Unirat, wenn ich bitten darf, ja. Ja, Unirat, ja. Ich schlafe übrigens gerade, also ich versuch's zumindest, nur falls du... Wenn du verschwimmst, wenn du schmutzig bist, vergiftest du dich beim Essen. Okay, ich gehe jetzt 4 Tage nicht duschen, ess dann was. Aber ohne Messer und Gabel, nur mit der Hand aber so. Super am besten. Okay. Bäh. Warum liegt hier Stroh auf dem Boden? Hallo? Ich... Mann, ey. Die wollten mich nicht rauslassen. So. Zurück. Sag mal. Was ist das denn da für ein Gebrumpfe? Einfach besprungen. So. Mein Bruder hat mich wieder angefasst. Aber nur mit den Füßen, keine Sorge. So, wo bauen wir denn hier mal ein Bauhaus hin? Das Problem ist, wir haben hier schon alles zugebaut. Hier passt halt nichts mehr hin, ohne dass wir noch mehr zubauen. Und wie groß ist der Radius von so einem Bauhaus? Das ist ja auch noch die Frage. Ich glaube, der kümmert sich um alle Städte-Dinger hier, oder? Um alle Häuser überall? Ich weiß nicht. Ich denke mal, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß halt auch nicht. Bauhütte. Also wir könnten die hier... Wir könnten ja nicht hier nur mit hinsetzen, oder? Ich glaube, das geht. 8 Steine. Erik, ich weiß, die Säckchen bedeuten dir sehr viel. Aber ich werde dir jetzt welche klauen. Was für Säckchen, Tobi? Deine Säckchen, glaube ich dir jetzt. Tobi, meine Säckchen sind mein Heiligtum. 13 von deinen Säckchen klaue ich dir jetzt. Tobi, die sind abgezählt. Ja. Das sind wie meine Kinder. Ja, bringe ich jetzt in die Stadt, verkaufe ich. Tschüss. Ja, wie meine Kinder. Bringt der was? So. Holzstamm 4. So. Holzstamm 4. So. Gut. Okay, noch ein paar Holzstämme und Stöcker und wahrscheinlich Stroh. Holzstämme, Stöcker, Stroh. Holzstämme, Stöcker, der Bruder, Stroh. Was muss denn der Bruder da können, den du da jetzt da brauchst gleich? Weiß ich noch nicht. Ich hab keine Ahnung, ich hab den noch nie. Weiß ich nicht. Vielleicht weiß ja jemand aus dem Chat, von denen noch nicht eingeschlafen sind. So, Stöcker. Und Stroh. So. Gute Frage. Was muss der können? Gut, wenn er bei uns ins Dorf kommt, nicht viel. Naja, ein bisschen was muss da schon gehen, auf jeden Fall. Es reicht schon, wenn er keine 4 Beine hat und einigermaßen gerade auslaufen kann. Dann nehmen wir doch jeden. Also ein Hammer muss er schwingen können halt, ne? Er braucht ein erforderliches Gliedmaß, wo ein Hammer reinpasst. Hä? Was? Nur was mit den Zähnen. Mir egal. Hauptsache die Häuser werden gemacht. Der Bauhüttenmensch muss Produktion können. Ah. Also wieder Amboss.
dann kriegen wir hier schon mal keinen. Sonst fahr doch mit der Kutsche kurz zu der Hafenstadt da. Ja, ja, ja. Ja, geil. Hä, wer will denn den anderen Scheiß haben? Hä? So, 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 so. Ist das nicht ihr? Boah, wie lange dauert das, diese Scheiße mit dir zusammen zu zimmern? Ich muss jeden Strohhalm hier einzeln reinflechten. Mit dem Hammer. Geil. Oh, das dauert. Oh, wie das dauert. So. Geil, Tobi, geil. Hey. Träumchen. Waren tatsächlich diesmal nur drei Quests. Dieses. Ja, Dingens. Okay, das ist aber übersichtlich. Bisschen enttäuschend. So, na endlich. Bauhütte. Sieht ein bisschen schäbig aus, aber naja. Na, ihr hässliche. So. Gut. Produktion 3, ja moin. Ja, geil. Kommst du mit? Kommst du rein? Kannst du rausgucken? Hey. Haben wir für den eigentlich ein Haus? Ist doch egal, der heißt Kuttbert, Erich. Komm erstmal bei frische Fische. So. Ab dafür und dann kommt er jetzt in das Amt für Arbeit. Wo ist es denn? Amt für Arbeit, Bauhütte, let's go. So, muss ich ja noch irgendwas machen beim Amt für Arbeit? Nee, ne? Da kann er eh nur reparieren. Bauhütte, Dienstleistung. Der braucht Hammer. Hammer müsste der haben. Ah ja, Grabungsschuppen, Fischerhütte, Scheune, Brunnen, Pisse und Feldschuppen. Repariert er jetzt. Okay. Das kriegt er, glaube ich, alles hin. Brunnenpisse ist so gut. So. Vielleicht war der deswegen so schlecht. Was ich mich jetzt aber frage, ja. Warum ist die schwanger geworden? Ist sie zusammengezogen mit irgendwem? Oh, was? Ich muss beauftragen, dass das repariert? Was? Können die selbstständig arbeiten? Okay, ich muss jedes einzelne. Kann der nicht selber rumlaufen und reparieren? Alter. Erich, der hat zwei Arme und zwei Füße. Von Hirn war nicht die Rede. Ja, ja, ich merke das schon. Oh. Wo wohnt der? Hier oder was? Das Ding ist das? Ja, das ist diese Reparaturdingens. Ich dachte, das passt da noch einigermaßen hin. Geht auch, finde ich. Von der Optik her, auch wenn man hier reinkommt, passt schon. Also, falls der keine Werkzeuge hat, ne? Erich, der lügt. Guck mal hier, was der hier liegen hat oder hängen hat. Okay. Wow. Einfach wow. Der hat einfach von allem eins. Was ist denn mit dem? Hat er sich bestimmt aus der Lagerkiste geholt, oder? Guck mal da oben. Hier auch. Hm? Ist alles voll. Der hat einfach alles voll. Wo denn? Hier rechts. Hier. Da oben ist noch mehr. Wow. Von jedem Hammer? Ja. Guck dir den an. Und gleich hat er kein Werkzeug, weißt du? Verkauft, wir geben ihm dann was, dann rennt er schnell in die Stadt. Ja. 100 pro. Ich bin so arm. Frech. Ich bin so arm. Das mit unserer Taverne hier finde ich immer noch cool. Ja, ist mega. Ne, finde ich immer noch sehr schön. Aber, also was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man bei dem jetzt nicht sagen kann, ich hätte gern ein Bier oder so. Ja, das stimmt. Ja, cool. Oder sich hier hinsetzen und da mal ein Bier trinken oder so, dass man sich das so hinstellen muss, dann irgendwie bla. Und vor allem, der hat nur zwei oder Tische. Was? Der hat für die gesamte Taverne, die wir gebaut haben, hat er nur zwei Tische. Willst du mich verarschen? Hier hätten halt auch locker noch vier hingepasst, ne? Ja, locker. Also, was auch cool wäre, wenn man hier mit seinem Dorf eine Party veranstalten könnte.
Ja. Wenn das dann hier so ein bisschen beleuchtet wäre und dann könnte man mit den Leuten cool reden und Karten spielen oder keine Ahnung, irgendwelche Minigames, das wäre voll geil. Also was wir noch machen können, wäre natürlich hier so ein Lagerfeuer hinbauen und Bänke dahinstellen und so, denn das geht natürlich auch. Dann kommen die ja sowieso auch hierher. Ja, da, ja, ja. Aber es wäre trotzdem cool. Ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Kann man das Ding noch dekorieren? Nee. Nee? Oder? Probier mal, weil es ist schon dekoriert von innen, oder? Ja, ich darf vielleicht noch ein paar Lampen aufhängen oder so, aber okay. Ja, gut. Also eigentlich ja, aber schade. Bänke und so, die setzen sich, glaube ich, eben auf alle Bänke, ne? Also wir müssten auch, wenn wir ein Lagerfeuer dahinstellen und dann lieber einen Tisch dazwischen stellen, dann könnten wir theoretisch das ganze Ding hier noch mit Außenterrasse machen. So ein bisschen. Ja, das stimmt, das stimmt. Tischdecken gehen. Verputzen. Okay, verputzen können wir das Ganze hier noch. Das geht. Ah jo, Tischdecken. Ah hier, dekorieren. Tischdecke vollständig. Leingewebe. Ich hol mal kurz. Ich hol mal kurz 12 Leingewebe. Warte. Jupp. Also diese Vielfalt an Dekorationsmöglichkeiten ist wirklich der Wahnsinn. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ich bin begeistert. Wow. Oh, ja. Hui. Krass. Dann baller ich die zwei alten Lappen mal drauf. So. Wow. Das ändert alles. Boah. Vor allem, warum ist die Tischdecke so widerlich schmutzig? Guck dir die mal an. Hä, wie ekelhaft die aussieht. Bah. Junge, da ist ja alles drauf. Wie so eine Ork-Unterhose. Ja, okay. Ich würde gerne noch. Können wir ja, wir können eigentlich abzäunen hier, ne? Dass die dann vielleicht so durch so ein Tor gehen müssen oder so. Hm. Es gibt nicht so eine Tore. Ich habe überlegt, ob es so einen Torbogen gibt irgendwie, aber sowas gibt es hier, glaube ich, nicht. Oh ja, das wäre mit so einer Steinmauer eigentlich voll cool. Aber ich glaube, das gibt's nicht. Hm. Doch, Torbogen gibt's. Was? Es gibt halt einen Eisenzaun. Oder es gibt halt hier die Gatter vielleicht, aber das sind ja keine großen Torbögen. Bei den Türen gibt's die. Bei Dekoration, sitzgelegenen Tische, Behältnisse, Fallen, Lava, sonstiges Arbeitsstation. Bei den Türen? Bei Holzgatter. Ja, aber Holzgatter, Brettergatter, das ist aber nicht so. Ich meine wirklich so einen großen Torbogen. Glaube nicht. Lattenzaun, Gatter. Ah, hier doch, weiter Torbogen. Ah, bei Holzgatter gibt es noch irgendwie mehrere Torbögen. Okay, wild, dass sie da sind, aber okay. Überdachter Torbogen. Das könnte man mal ausprobieren eigentlich. Holzstamm und Brett. Ich glaube, da würde ich, glaube ich, zu dem tendieren hier. Ich teste mal. Okay, das sieht ganz cool aus. Wenn man das so hier hin macht, ne, so testweise mal. Oh, hä, der sieht voll geil aus. So. So, 4 Bretter? Nee, ne? Ja, ich hol mal 4 Bretter. Nee, leider nicht. Willkommen auf 4 Bretter. 4 Bretter. 4 Bretter. So. Vielleicht ein bisschen zu nah am Weg, ne? Andererseits, warte mal. Welchen Zaun hat man denn hier? Den billigen, ne? Ich glaube, es war der Stockzaun. Das müsste der hier gewesen sein. Warum geht denn das nicht? Oh ja, auf jeden. Hier gibt es auch welche mit Bepflanzung, ne? Was? Torbögen? Ja, wenn du auf... Ja, so halbwegs zumindest. Wenn du auf Möbel und Fallen gehst,
Ja, warte, warte. Ja, ja, mach das mal fertig. Nur mal zum Testen. Wir können das ja auch später wieder ändern. Ne, eine Steinmauer mache ich da mal nicht hin. Die haben mal den Plantagen. So, mal gucken. Schlimmstenfalls können wir es wieder abreißen. Ist leider nicht direkt am Eingang, weil das Ding ein bisschen versetzt ist, aber ich glaube, es ist okay. So, Stöcker. Wo sind die denn? Stöcker. So. Flup. Dim, 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 bim, 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 bim. Bin mir noch nicht sicher, ob es mir offen nicht besser gefiel, aber ja, weiß ich gerade auch nicht. Ich finde, das mit dem Torbogen sieht schon cool aus. Wäre geil, wenn der Zaun noch ein bisschen dicker wäre. Aber also ich finde, sieht das schon ganz nice aus. Ich finde das okay. Hm. Sieht auch gut aus, wie das da mit der Brücke anknüpft da hinten, ne? Naja, ja, ja, genau. Schon so. Wie gesagt, du kannst mal, wenn du. Geh mal auf Möbel und Fallen, also Dekorationen. Sag mal. Was hat die da, Scheiße gesammelt oder was? Ich weiß das auch nicht. Wir haben halt keinen Kräuterdingens, ne? Was hat die da gemacht? Oder hat die ihre Kacke da vergraben? Bah. Ja gut, das Protestschiss einfach. Wie ist die denn drauf? Okay, bei Dekoration sagst du mal noch Bögen. Ja, Dekoration dann auf Pflanzen und dann Spaliere. Oh, okay. Bogenspalier, Laubenspalier, einfaches Spalier. Da werden wir aber wahrscheinlich irgendwie Pflanzen. Ach nee, Stöcke braucht man da auch einfach nur für. Okay, Lul. Oh, sehr groß. Ja, ich hatte überlegt für einen Dorfeingang, aber irgendwie ist es für den Weg, für den Hauptweg ist es zu klein. Ja, leider zu klein für den Hauptweg. Und wenn ich mal ganz kurz, warte mal, wenn ich hier bei Gatter nochmal. Die sind also teuer. Irgendwie nice. Das schon ein paar Mal machen, so zwischendurch mal, da oben auch nochmal hin, oder? Ja, 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 doch. Hat was. Hat schon was, finde ich auch. Ich guck mal, wo das hier oben nochmal... Vielleicht hier auch nochmal, weil hier so ein Grünabschnitt anfängt. So. Ah. So. Ja, hier ist der Marktplatz quasi. Ah, steht mir für den Holzstämme. Ich alle. Danke dir, warte. Huch, achso. Ja, hier wäre der Marktplatz und dann kann man... Das ist irgendwie schön mit dem, dass es da so rumgeht dann irgendwie. Das ist irgendwie nice. Ich finde das gut. Gibt es mittlerweile eigentlich bereits die Kirschbaumallee? Die Kirschbäume wachsen gerade hier erstmal. Ist nicht wirklich eine Allee. Wir testen gerade mal ein bisschen. Die brauchen halt doch leider sehr lange. Ja, ja, ja. Sind doch ganz. Was sind das so viele? Ach, das sind ja gar keine Kirschbäume hier. Das da. Wir testen das gerade erstmal. Oh, geil, das ist fertig. Mhm. Ja, geil. Okay, warte, warte, warte. Dann lass uns doch nochmal. Machen wir hier auch noch eine hin, oder? Die finde ich echt nice. Ja, würde ich sagen. Ja, die sind cool. Ne, finde ich auch. Aber hier so hin. Blub.
Hast du noch Stöcke? Oh jo. Ja, super. Geil. Prima. Dann kann man so ein bisschen mit Zäunen verbinden, finde ich. Müssen wir mal gucken, was für Zäune wir da nehmen. Vielleicht. Ich finde diese geflochtenen da eigentlich ganz geil, diese da. Die sehen besser aus als die vorne irgendwie. Ja, ne? Die sind so. Haben auch ein bisschen was Dörfliches halt so an sich. Ja. Ich finde die anderen da vorne, die sehen so nach so Weide aus irgendwie so, ne? Wo Tiere irgendwie. Keine Ahnung, die sinnlosen Dinge tun die Tiere halt tagsüber tun, keine Ahnung. Deswegen passt es ja auch sehr gut zur Taverne. Stimmt, klar. Habe ich vergessen, Entschuldigung. Ja, sehr gut. Schauen wir mal jetzt hier so ein Stück weit. So, hier wäre noch der Marktplatz, ne? Dann könnte man theoretisch den Marktplatz so öffnen, wenn man das wollte. Mal gucken, wie das dann aussieht. Oh, was denn? Oh, Tobi? Erich? Was denn? Hast du auf die Zaunsicherheit geachtet? Ja, ich hab mich an alle Normen gehalten, du. Das glaube ich nicht. Komm mal her, du. Was ist denn los? Ich glaube nicht, dass du das getan hast. Hängst du wieder mit deinem Schniepo in der Lücke fest? Nun. Der Tobi testet einfach alles. So. Ich wollte eigentlich nur über den scheiß Zaun sprengen. Aber irgendwie. Naja. Das ist keine gute Idee. Der Shit happened. So. Okay, das dauert echt lange, die zu bauen. Mäp. Ja. Mäp. Mäp. Manchmal würde ich gerne die Option reinballern. Gibt es ja die Möglichkeit, dass man mit einem Schlag alles fertig gebaut hat. Also alle Stöcker reingezielt hat zum Beispiel. Ja. Ich weiß, ja. Ja. Sag mal, es gibt so ein paar Gebäude, wo ich das auch so ein bisschen so... ja, okay. Ja. So. Plump. Er sieht fast official aus hier langsam. Cool. So. Oh boy. Nee, der Bautyp kann nur Reparaturen machen. Der kann keine Zäune bauen oder keine Häuser bauen. Der macht nur Reparaturen. Das ist leider ein bisschen doof. Wobei, sind wir mal ganz ehrlich, bis auf das Bauen hast du ja eigentlich auch irgendwann keine Aufgabe mehr. Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Ich glaube, du hättest dann sehr schnell einfach nichts mehr zu tun. So. Huch. So. Kurz mal die Ausdauer wieder. Moment. Ja, wird schon schön irgendwie. So. Das ist schön. Als würde das Dorf langsam so zusammenwachsen, wie so Puzzleteile, ne? Ja, voll geil. So. Oh, ich habe keine Stöcke mehr. I don't think so. Ist mir doch egal, was du denkst, Benedita. Das kommt da so hin, das wird so gemacht. So. Doch, schon cool. Ne, finde ich auch. Den zweiten Marktstand, muss ich zugeben, hätte ich gerne lieber, ich würde den am liebsten nochmal wegmachen und noch ein bisschen mehr Platz dazwischen machen, also wirklich so ein bisschen mehr marktähnlich aussehen lassen. Oder halt so gegenüber voneinander setzen, aber da müsste man beide abreißen, ist auch blöd. Ja, genau, so ein bisschen im bisschen so halb Kreis rund so ein bisschen, so halb. Ja. Das wäre ganz cool, ne? Wo du so in der Mitte so einen Platz hast, da kann man vielleicht auch irgendwas hinmachen, Laterne oder Bänke oder einen Tisch und dann ringsrum aber die Marktstände.
Ja, wäre schon cool. Ja, vielleicht reißen wir irgendwann nochmal ab. Mal schauen. Aber es wird schon ganz, schön. Ja, doch. Hübschi. Ne? So, hier ist noch irgendwie, hier müsste noch irgendwas hin. Ich weiß noch nicht genau was. Hier auf die Seite ist irgendwie noch... Notfalls neue Häuser. Ja, ja. Die wollte ich jetzt alle oben hin machen, weil es, glaube ich, eh egal ist, wo die wohnen. Ja, mal gucken. So, und was ich wahnsinnig gerne machen würde, Laternen. Ich würde so gerne Laternen machen, aber die sind so unfucking fassbar teuer. Wie viel Wolle braucht man noch für ein Wollgarn? Ich glaube, waren das 4 oder 8? Wir haben 78 Wolle. Ich mache mal Wollgarne draus. Ich glaube, du brauchst 6 Wolle für ein Wollgarn. Und eine Lampe kostet 4 Wollgarne. Boah. Es ist absurd. Und dann leuchten die halt nicht mal, weißt du? Nee, halt gar nicht. Es ist einfach absurd. So, ich kann jetzt 13 herstellen. Wir gucken mal. So, Moment. Ich zieh wieder mal. Schade, dass man diese Dingens hier, die wo du da gebaut hast, diese, ne? Du weißt, was ich meine, diese, wo man so durchläuft. Die Gatter meinst du, diese, ne? Ja, genau. Ja. Dass man die nicht noch dekorieren kann. Das wäre richtig cool. Ja, das wäre schön, aber vielleicht Pflanzen links und rechts, vielleicht kann man das noch machen. Ja, oder wenn man mit E da so irgendwie Lampen an so Spots hängen könnte oder so, das wäre wirklich cool, diese Laternen halt, weißt du? Pass auf, lass mal kurz was probieren. Warte, was brauche ich dafür nochmal alles? 14, haben wir jetzt 4, 8, 12. Also wir können 3 Lampen bauen jetzt mit 84 Wolle oder was wir hatten, keine Ahnung. Wow. Dann 4 Holzstämme. Ich mache erstmal 2 Lampen. 4 Holzstämme, 8 Leder, 16 Stöcker. 4 Holzstämme. Stöcker habe ich noch dabei. Okay. Ich brauch die, glaube ich, direkt im Inventar. 4 Holzstämme. Dann 8 Leder waren das. 8 Leder. Und dann noch irgendwie ein paar Stöcke. Ich noch hin. Stöcke. Ich mach mal ein paar Stöcke mit, scheiß drauf. So. Kann man da Lampen reinbauen? Das würde mich halt interessieren. Oder dran bauen irgendwie? Die Lampen nach innen? Nee, ne? Oder nach außen? Oder was meinst du, wie soll man die bauen am besten? Ja, eigentlich hängen die ja so über dem Weg, ne? Das passt so eigentlich schon. Aber sieht irgendwie komisch aus, ne? Du siehst das auch, ne? Sieht's komisch aus, aber eigentlich macht man die ja über den Weg so drüber. Also man könnte die natürlich auch noch so theoretisch machen, ne? Dass sie auf beiden Seiten so hängen. Das würde auch gehen. Oder wenn man richtig rich ist, kann man auf beide Seiten, einmal nach vorne, einmal nach hinten. Dann hat man 4 Lampen pro Tor, aber... Da brauchen wir noch 4, 5 Schweine, Schafstelle. Ja, das glaube ich auch. So? Ist das so richtig? Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ja. Okay, und dann mache ich nochmal, dann mache ich auf die Seite aber auch nochmal, ne? Ja. Ja, perfekt. Jo, das passt. Okay. Mit mehr Lampen kriegt man auf jeden Fall auch mehr Licht. Es ist zwar erbärmlich, aber naja. Wir machen es halt so gut es geht. Wir brauchen dann einfach mehr Lampen später. Das heißt, wir müssen richtig... Ich meine, die Lampen sind schon cool, aber die leuchten halt echt nicht so krass. Der Radius von den Lichtern hier ist einfach low. Das ist einfach nichts. Und ich meine, es geht gar nicht mal darum, dass das halt so alles taghell sein soll hier. Aber das Ambiente wird einfach geiler wirken, wenn die Dinger ein bisschen weiter leuchten würden. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Aber ich guck mal gerade bei den Pflanzen. Blumentöpfe. Sag mal, die leuchten wie Unirats Zukunft. Was ist das jetzt für eine Geschichte? Was?
Könnt ihr mal aufhören, meinen Mann zu mobben? Also düster. Ich verstehe. Sag mal.